Freunde, das sind wahrhaftige Breaking News und zwar der BVB feuert wohl mit sofortiger Wirkung seinen Cheftrainer Lucien Favre. Ja, nach dem 1-5 gegen Stuttgart gestern wollte man auf jeden Fall darüber diskutieren, wie es jetzt weitergeht. Dass man aber wirklich den Trainer feuert, das hätte ich so nicht geglaubt. Auf der anderen Seite, 3 Heimspiele in Folge hat der BVB verloren, das hat man auch selten gehabt und 1-5 gestern gegen Stuttgart war sehr deutlich. Es übernimmt erstmal Edin Terzic, zumindest bis zum Jahresende. Wer dann übernimmt, werden wir sehen, ob in der Winterpause noch irgendwer kommt, irgendwer Großes kommt oder es gibt Ralf Rangnick aktuell auf dem Trainermarkt in Deutschland. Es gibt nicht so viel, Jürgen Klopp wird nicht zurückkommen, nicht wenn er bei Liverpool ist. Also es wird noch richtig spannend, aber aktuell, das ist gerade eben vermeldet worden, Favre gefeuert, Terzic übernimmt. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht mit dem BVB. Ich kann es irgendwo verstehen, irgendwo aber auch nicht. Ich weiß nicht, ob es die richtige Situation ist, ihn jetzt gerade zu feuern. Ich meine, ich fand eher so, ich weiß nicht, er hat der Mannschaft nicht gesagt, dass sie so schlecht verteidigen soll. Also ich meine, das waren teilweise wirklich individuelle Riesenpatzer gestern im Spiel drin, dass der Trainer dafür verantwortlich gemacht wird. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, liebe Freunde. Was sagt ihr denn dazu? Ich meine, man kann allgemein diskutieren, ob Favre jemals der richtige Trainer war für Dortmund. Ich glaubte eigentlich schon früher. Aber dann habe ich auch gemerkt, so Dortmund ist ein bisschen mehr Emotion. Vielleicht braucht Dortmund mehr so ein Typ Klopp einfach, der die Emotionen entfacht. Tuchel war das nicht wirklich und Favre auch nicht. Vielleicht brauchen sie mal wieder richtig jemanden, der über die Emotionen kommt. Eure Meinung in die Kommentare. Klickt jetzt in die Mitte, um zum letzten Video zu kommen. Messi fühlt sich alleine bei Barca. Er verliert langsam die Kabine. Was ist los? Klickt in die Mitte, findet's raus. Wir sehen uns später wieder. Und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.